Als geschäftsführende Direktorin des Cornelia-Goethe-Zentrums heiße ich Sie alle herzlich willkommen zu unserer digitalen Veranstaltung Frauen in der politischen Öffentlichkeit, damals und heute, die die Johanna Quandt Young Academy der Goethe-Universität initiiert hat. Dass Frauen in politischen Funktionen auch am Anfang des 21. Jahrhunderts noch immer mit genderspezifischen verbalen Angriffen konfrontiert sind, ist ein offenes Geheimnis. Diejenigen unter uns, die sich noch an die Übernahme der Kanzlerschaft durch Angela Merkel im Jahr 2005 erinnern können, die haben vielleicht noch im Gedächtnis, dass dort damals zahlreiche Beleidigungen in Presseartikeln über ihre Kleidung, ihre Frisur, ihre Hand- und Körperhaltung, ihre Schweißflecken, ihre Aussprache und vieles mehr zu finden waren. Mit Angriffen dieser Art waren Männer in derselben Funktion nie überzogen worden. Als hätte es noch eines aktuellen Beispiels dafür bedurft, wurde Merkel vor 2 Wochen vom thüringischen Ministerpräsident in einem sozialen Medium als Merkelchen bezeichnet. Später entschuldigte sich Ramelow und bezeichnete seine Aussage als männliche Arroganz, als männliche Ignoranz. Immerhin, solch eine Einsicht ist vom ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der Merkel 2005 in sehr viel harscheren Worten herabwürdigte, nicht überliefert. Gibt es also Fortschritte im Diskurs über Frauen in der Politik? Müssen Politikerinnen sich heute nicht mehr mit Hohn und Spott und genderspezifischen Beleidigungen auseinandersetzen? Doch, das müssen sie, und darüber hinaus müssen sich zum Beispiel schwarze Frauen in der Politik oder Politikerinnen mit familiären Migrationsbiografien nicht nur sexistischen, sondern auch noch rassistischen Anfeindungen erwehren. Da gibt es jüngere Beispiele bei etwa der Staatssekretärin Safzan Chebli oder der grünen Politikerin Golaleh Ahmadi. In der heutigen Veranstaltung haben 3 Vortragende sich mit den Mustern der Diskreditierung von Frauen im politischen Raum auseinandergesetzt. Dr. Muriel Moser-Gerber, Historikerin am Historischen Institut der Goethe-Universität, wird erläutern, dass Frauen, die politisch aktiv sein wollen, bereits im antiken Rom als Skandal betrachtet wurden. Die Politikwissenschaftlerin Sandra Eckert, Professorin für Politik im Europäischen Mehrebenensystem am Institut für Politikwissenschaft der Goethe-Universität, hat sich mit der medialen Darstellung der Rolle von Theresa May in den Brexit-Verhandlungen befasst. Und die Soziologin Silka Scholz, Professorin für Mikrosoziologie an der Universität Jena, schließt die Reihe mit einem Vortrag über die Autorität der Kanzlerin Merkel aus der Perspektive der Geschlechterforschung. Ich freue mich auf spannende Vorträge und übergebe jetzt an Dr. Annika Klein, die die Moderation übernehmen wird. Vielen Dank. Ja, auch meinerseits vielen Dank. Ich habe gerade schon mal in den Chat gepostet, wie das hier weitergeht. Die Vorträge werden aufgezeichnet. Sie sind da ja gerade alle schon aufgefordert, Ihre Zustimmung zu klicken. Die Diskussion werden wir dann nicht aufzeichnen. Also niemand muss hier Angst haben, irgendwie Fragen zu stellen und das dann bei YouTube wiederzufinden. Das wird nicht passieren. Ich würde Sie bitten, Fragen, die Sie vielleicht während des Vortrages schon haben, erstmal in den Chat zu posten. Und wir werden dann nachher mal schauen, wie viele Fragen es insgesamt gibt und machen dann vielleicht einfach so eine Mischung, sodass diejenigen, die das möchten, ihre Fragen auch quasi mit angeschalteter Kamera oder ausgeschalteter Kamera, aber jedenfalls mit eigener Stimme stellen können. Und parallel würden wir dann einfach immer Fragen aus dem Chat auswählen und vielleicht ein bisschen zusammenfassen, sodass sich da eine ganz gute Mischung ergibt. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Vortragenden und ich übergebe das Wort an Muriel Moser-Gerber. Dein Mikro ist aus. Ich habe es gesehen.
Danke. Vielen Dank, Frau Lutz und Annika, für die Einführung und für die Tatsache, dass Sie und Frau Scholz unserer Einladung gefolgt sind und heute mit uns das Thema Frauen in der politischen Öffentlichkeit im historischen und interdisziplinären Vergleich debattieren wollen. Wie wir bereits gehört haben, sind Politikerinnen heute in hohen Ämtern noch immer ein rares Gut. Doch es gibt sie und meine Kolleginnen werden gleich zwei davon etwas ausführlicher debattieren. Vieles unterscheidet Claudia Metelli, die Protagonistin meines Beitrags, von diesen modernen Politikerinnen. In der Antike hatten Frauen kein aktives oder passives Wahlrecht und überhaupt hatten sie sich in der Öffentlichkeit von der Politik fernzuhalten. Die Domäne der Männer war, zumindest in der Idealvorstellung, den Männern vorbehalten. Dennoch zeigen sich bei genauerer Betrachtung einige Parallelen, die wir heute etwas näher beleuchten wollen. In meinem Beitrag werde ich zunächst Claudia vorstellen und erläutern, was wir über sie und ihre Rolle in der politischen Öffentlichkeit wissen. In einem zweiten Teil werde ich dann an ihrem Beispiel römische Erwartungen an weibliches Handeln im öffentlichen Bereich skizzieren. Wie wir sehen werden, wird uns dies dann im Folgenden ermöglichen, die Darstellung und Handlungsmuster moderner Politikerinnen zu hinterfragen. Zunächst aber zu Claudia. Die römische Aristokratin war Zeitgenossin von Caesar, Cicero und Pompeius, Namen, die vielen besser bekannt sind. Sie lebte im 1. Jahrhundert vor Christus, zu einer Zeit, in der Rom noch nicht von einem Kaiser regiert wurde, sondern eine Republik war, wenn auch eine in der Krise. Auf dieser Folie sehen Sie ein Bild, das Claudia darstellen soll. Es handelt sich dabei nicht um ein zeitgenössisches Abbild. Ein solches hat sich leider nicht erhalten. Es spiegelt vielmehr wider, wie der englische Maler Sir Edward Poynter sich Claudia im Jahre 1907 vorstellte. Wir sehen Claudia als schöne junge Frau in ihrem Garten. Sie hält einen Vogel und nascht Trauben. Sie ist hier auf den ersten Blick nicht mit Politik befasst, sondern genießt ein verspieltes, verträumtes Leben fernab der harten Realität. Müssen wir uns Claudia also so vorstellen? Nicht ganz. Von Cicero, dem großen römischen Redner, erfahren wir an anderer Stelle, dass Claudias Gärten ein Hotspot der römischen High Society waren. Statt wie hier auf einem Bild alleine, war sie dort oft von Künstlern, Bankiers und auch Politikern umgeben. Vielleicht hat sie in ihren Gärten sogar die ägyptische Königin Kleopatra empfangen. Claudia führte also eine Art Salon und mischte sehr wohl in der Politik mit, wenn auch offstage hinter den Kulissen. Wie war dies möglich? Claudia war reich und gut vernetzt. Sie stammte aus der Familie der Claudia und war eine Nachfahrin des Mannes, der die Via Appia gebaut und nach seiner Familie benannt hatte. Bis zu dessen Tod im Jahre 59 vor Christus war sie mit dem gut vernetzten Konsul Metellus Cela verheiratet gewesen, mit dem sie eine Tochter hatte. Ihr Bruder Clodius war ein erfolgreicher, für seine Methoden aber berüchtigter Politiker und ein berühmter Widersacher Ciceros. Durch ihre Kontakte war Claudia eine einflussreiche Frau. Zudem verfügte sie über ein großes Vermögen, das sie nach Belieben einsetzen konnte, zum Beispiel um vielversprechende Politiker oder Künstler zu unterstützen. Aus Briefen Ciceros wissen wir, dass Claudia sich ihrer Macht bewusst war. Und doch, die Handlungen, die Cicero nennt, geschahen stets in einem nicht öffentlichen Bereich, fernab der Blicke der Öffentlichkeit. Cicero beschreibt Handlungen, die in Claudias Gärten am Tiber in Rom, in ihrem Haus auf dem Palatin, auf der Via Appia, in Roms Bädern oder in ihrer Ferienresidenz in Baiae im Golf von Neapel geschahen. Bei all diesen Ereignissen war Claudia von der Öffentlichkeit abgeschirmt oder ließ sich vertreten. In der Öffentlichkeit trat Claudia wohl nur ein einziges Mal auf. Das war 3 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, im Jahr 56 vor Christus, als sie als 34-jährige Witwe als Zeugin an einem öffentlichen Gerichtsprozess teilnahm. Dieser fand auf dem Forum Romanum statt, dem öffentlichsten Ort Roms. Angeklagt war Marcus Caelius Rufus, ein junger Senator, der in einem politischen Prozess wegen Mord und Anstiftung zur Aufruhr vor Gericht stand. Bei Verurteilung drohte ihm Exil. Bei diesem Prozess war Claudia die einzige Frau. Alles andere, und es waren über 80 Personen aktiv daran beteiligt, waren Männer.
Dies machte sich Cicero, der den jungen Caelius verteidigte, zu nutzen. Er verwandelte den Prozess in einen gegen Clodia. Nicht Caelius, sondern Clodia habe sich schlecht verhalten. Denn die Aussagen, mit denen sie Caelius in Bedrängnis bringen wollte, würden nicht ihn, sondern sie selbst beschuldigen. Sie würden nämlich beweisen, dass Clodia den Lebenswandel einer Prostituierten führte und sich nicht so verhalte, wie es von einer Frau ihres Standes erwartet wurde. Was genau warf Cicero ihr vor? Die Liste ist lang und sie verrät uns einiges über die Rollen, die Frauen im alten Rom erfüllen sollten. Clodia besudele das Ansehen ihrer Familie, denn sie schenke ihnen Ahnenbildern keine Beachtung und vernichte mit ihrem Verhalten die Errungenschaften ihrer Familie. Auch als Ehefrau und Witwe habe sie versagt. Sie habe ihren Mann vergiftet und entehre nun mit einer lächerlichen Beziehung sein Ansehen und sein Haus. Selbst als Schwester fällt Clodia durch. Mit ihrem Bruder habe sie eine inzestuöse Beziehung. Aus diesen Anschuldigungen lässt sich ablesen, welche Erwartungen an Frauen im öffentlichen Bereich gestellt bzw. anhand welcher Rollen ihre Handlungen klassifiziert wurden. Wie wir sehen, mischt sich die Qualität einer weiblichen Handlung und überhaupt einer Frau stets daran, ob sie sich an männlichen Interessen orientiert. Also, eine gute Frau handelt dann gut, wenn sie dies in ihrer Rolle als Mutter, Tochter, Ehefrau oder anderem weiblichen Familienmitglied tut. Im Gegenzug sind Frauen, die diese Rollen nicht erfüllen bzw. deren Handlungen sich nicht in diese Beziehungen einreihen lassen, moralisch verwerflich. Im Fall von Clodia also habe ihre Beziehung zu Caelius weder den Interessen ihres verstorbenen Ehemannes noch überhaupt ihrer Familie entsprochen, sondern vielmehr ihnen widersprochen. Weil Clodia mit ihrem Lebenswandel keine dieser Rollen ausfüllt, ja sogar ins Gegenteil verdreht, handele sie wie eine Prostituierte. So wollte es Cicero seine Zuhörer zumindest glauben machen. Schlimmer noch, statt sich um ihre Aufgaben als Frau zu kümmern, gefährde sie mit diesem Prozess das Ansehen und die Karrieren guter Männer. Wir wissen nicht, ob und wie Clodia auf die Worte Ciceros reagiert hat. Man stelle sich die Situation aber einmal vor. Clodia sitzt auf dem Forum, umgeben von Männern. Sie wurde vermutlich von ihrem Bruder gebeten, bei dem Prozess gegen Caelius auszusagen, dem sie einmal Geld geliehen hatte. Eigentlich hat sie sich nichts zu Schulden kommen lassen. Mit der Zeugenaussage handelte sie im Interesse ihres Bruders, also eines Mannes, mit dem sie verwandt war. All ihre Handlungen fanden stets in dem davor vorgesehenen Rahmen statt, außerhalb der Augen der Öffentlichkeit, offstage. Doch gerade dies wird ihr in dieser Situation zum Verhängnis. Keiner kann ihre Sicht der Dinge bestätigen, keiner sagen, dass Cicero lügt. In heutigen Wikipedia-Einträgen zeigt sich, wie erfolgreich Ciceros Darstellung der Clodia war. Dort wird wenig Gutes über sie gesagt. Wie sinnvoll ist es also, Clodia mit modernen Politikerinnen wie May oder Merkel zu vergleichen? Wie wir sehen werden, gibt es bei der Darstellung und Bewertung weiblichen Handelns im öffentlichen Raum aus der Zeit der Clodia mit heutigen Politikerinnen viele Parallelen. Auch die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat bzw. nicht öffentlich, die bei Clodia eine Rolle spielte, ist dabei von Bedeutung. Damit leite ich über zu dem Beitrag meiner Kollegin Sandra Eckert und ihren Ausführungen über Theresa May. Ja, herzlichen Dank an Muriel Moser-Gerber für diesen Einstieg. Auch von mir nochmal herzlichen Dank an alle, die dabei sind bei dieser Diskussion. Es freut mich sehr, dass wir hier diese Runde zusammen und auch in Kooperation mit dem Cornelia-Goethe-Zentrum diese kleine Veranstaltung online machen können. Ich knüpfe an einiges an, was Muriel Moser-Gerber bereits gesagt hat und beziehe mich in meinem Vortrag auf einen Buchbeitrag, den ich in Co-Autorenschaft mit Charlotte Galpin geschrieben habe, die auch jetzt bei den Zuhörerinnen dabei ist. Das freut mich besonders. Und wir haben den Aufsatz geschrieben für einen Band, in dem es ausschließlich um Frauen in politischen
politischen Führungspositionen im Kontext der Europäischen Union geht. Und der wird herausgegeben von Henriette Müller und Ingeborg Tömmel. Und auch Henriette Müller ist unter den Zuhörenden. Und außerdem habe ich gesehen, dass auch Maria Staller, die uns bei der Codierung unterstützt hat, dabei ist. Also da freue ich mich sehr, dass so viele, die hier mitgewirkt haben, auch nachher mit uns diskutieren. Wir machen jetzt natürlich einen gravierenden Zeitsprung von dem antiken Rom in die Gegenwart 2016, als die Brexit-Saga, die natürlich schon davor Fahrt aufgenommen hatte, so wichtig in die Vollen ging. Wir sehen vor allem auch, ich werde vor allem darüber sprechen, wie Theresa May in dieser Rolle sowohl als Regierungschefin, aber natürlich auch als Verhandlungsführerin von Seiten Großbritanniens, wie sie wahrgenommen wurde, aber auch wie sie sich selbst darstellte. Diese Chance war ja Claudia doch vorenthalten, dass sie selbst sich auch stärker tatsächlich positionieren konnte. Und das wird dann nachher ja auch in dem Vortrag von Frau Scholz nochmal angesprochen, also dass man diese beiden Aspekte zusammenbringt. In dem Aufsatz, den ich erwähnt habe, haben wir uns insofern eben zwei Fragen gestellt. Zum einen, wie positioniert sich Theresa May selbst? Wie porträtiert sie sich als politische Führungsrolle und haben die 26 Reden, die sie in ihrer Amtszeit in dem Kontext Brexit gehalten hat, analysiert als Korpus. Und wir haben geschaut, wie wurde ihre Führungsrolle dargestellt und auch bewertet. Und dafür haben wir einen Medienkorpus zusammengestellt von über 200 Zeitungsartikeln, sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien, haben uns Qualitätszeitungen, aber auch Boulevardzeitungen angeschaut. Und ich muss dazu sagen, dass ich jetzt die bildlichen Darstellungen heute im Vortrag vor allem auf die Tabloids beziehen. Aber wir haben uns in diesem Aufsatz nicht darauf beschränkt, nur das zu kontextualisieren. Wenn wir zur nächsten Folie gehen, denn der ersten Darstellung zum Amtsantritt von Theresa May im Juli 2016, hier kontrastiert mit sozusagen der Endphase ihrer Amtszeit dann im Juli 2019. Das waren dann drei sehr ereignisreiche Jahre. Dann sehen wir doch schon einiges, was darauf abhebt, wie Frauen wahrgenommen werden, repräsentiert werden in den Medien. Zunächst fällt ja auf, dass wir Theresa May selbst nur in einem sehr kleinen Porträt sehen können, links. Immerhin lacht sie, das ist schon mal positiv. Aber ansonsten wird eben abgehoben auf ein modisches Accessoire, nämlich eben diesen sehr auffälligen Perms, also auf das Äußere, das Erscheinungsbild. Und wir sehen, dass Theresa May gegenübergestellt wird ihren männlichen Kollegen, die hier als Boys bezeichnet werden. Also das kann man ja so ungefähr übersetzen bei Fuß. Jungs, jetzt gebe ich den Ton an sozusagen. Also diese Gegenüberstellung der anderen Führungspersonen in der britischen konservativen Partei und Theresa May. Sehr im Gegensatz zur zweiten Abbildung, die wir hier sehen, da nimmt Theresa May ja eine passive Rolle ein. Sie ist die Ehefrau und der Ehemann wiederum soll ihr den Kurs im Prinzip vorgeben und ihr sagen, dass es jetzt ja eigentlich gut ist und sie ihr Amt niederlegen soll. Also haben wir hier dieses Rollenverständnis, was Muriel angesprochen hatte, ganz stark in den Vordergrund gerückt. Das findet sich auch in anderen Kontexten bei Theresa May. Sie wird wiederholt, und das wäre eine Analogie dann natürlich zu Angela Merkel, als Pastorentochter beschrieben. Dann schreibt man ja auch Eigenschaften in diesem Kontext zu. Und bevor sie überhaupt gekürt wurde dann als Regierungschefin und Parteichefin, gab es fast schon Medienskandal auch um die Eigenschaft, dass sie keine Kinder hat, also nicht Mutter ist,
weil ihre Hauptkonkurrentin dann im Rennen um den Posten Andrea Letsem sich vor allem als Mutter positionierte und dieses Defizit mehr oder weniger im Kontrast dann zu der kinderlosen Theresa May aufgemacht hat. Was interessant ist natürlich für den Kontext, in dem Theresa May die Macht ergreift, und das haben wir auch ganz explizit diskutiert in dem Beitrag, ist, dass wir sowas wie einen klassischen Glasscliff-Moment haben, also eine Situation der eigentlich dreifachen Krise, der Brexit und auch eine Krise der konservativen Partei. Das wird ja auch im Foto links schon thematisiert und es wird die Hoffnung geäußert, dass sie sowohl den Brexit liefern kann, einen Deal liefert, als auch die Tories wieder zusammenbringt. Und eine weitere Herausforderung war natürlich oder ist nach wie vor der Zusammenhalt des Vereinigten Königreichs. Von daher ist es natürlich an sich schon interessant, dass zwei Frauen im Rennen waren für diesen Job in einem sehr, sehr prekären Moment und das natürlich sehr leicht auf sie selbst, auf ihre Performance letztendlich natürlich zurückfällt im Moment dieser Krise. Wir gehen dann über zur nächsten Folie. Auch hier nochmal die Gegenüberstellung zum ja vor allem männlichen politischen Personal, das eigentlich diese Brexit-Krise angezettelt hat. Deswegen habe ich sie jetzt hier mal salopp Brexit Boys genannt. Also Cameron wird jetzt hier nicht dargestellt, aber wir haben David Davis, Liam Fox, Michael Gove, Boris Johnson, der ja selbst damals nicht diese Rolle übernehmen wollte und erst später bereit war, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben den UKIP-Anführer Nigel Farage in der Mitte und seine Anhänger. Und wir haben nun im Bild rechts eigentlich einen richtig gehenden Skandal, dahingehend, dass wir ja an sich nun zwei Führungspersonen sehen, also Nicola Sturgeon, die First Minister ist in Schottland, also Chefin der Scottish National Party. Wir sehen Theresa May, die Prime Minister ist und Chefin der Conservatives, aber die Darstellung fokussiert auf die Frau als Körper. Sie sexualisiert die Frau mit diesem Fokus auf die Beine und auf den Vergleich der Beine mit diesem Lexit. Statt eben substanziell zu berichten über die Verhandlungen, die Gespräche, die die beiden Damen geführt haben, wird das in den Fokus gestellt und dann auch nochmal verschiedentlich ausgeschlachtet in den britischen Tabloids. Das ist natürlich besonders interessant als Einzelbeispiel. Wir müssen aber auch sagen, dass in unserem Medienkorpus das sozusagen wirklich der Extremfall war. Ansonsten möchte ich den Befund, ich habe ja nur beschränkte Zeit, kurz zusammenfassen, was wir finden konnten, auch in den Qualitätsmedien, jetzt nicht nur in den Tabloids. Also wir finden auf jeden Fall einen Fokus auf Äußerlichkeit. Wir finden das Thematisieren von Geschlecht. Wiederholt wird beispielsweise davon gesprochen, auch Jean-Claude Juncker hat Theresa May so genannt, dass sie eine bloody difficult woman sei. Es wird auch oft widersprüchlich geurteilt. Also dass man einerseits sagt, sie ist zu schwach, sie schwankt, sie weiß nicht, was sie will und andererseits sie oft als stur und unflexibel porträtiert. Und wir haben so eine Nuancierung von Eigenschaften, die bei Männern oft als positiv gezeichnet werden, wie verlässlich, rational, die eben dann bei ihr als kalt, berechnend beschrieben werden. Ganz klassisch haben wir auch einen Vergleich von Frauen und oft natürlich bei Theresa May ist es die Iron Lady, Maggie Thatcher, die erste Frau im Amt vor ihr, aber auch oft Angela Merkel natürlich. Und mit diesem Vergleich zu Maggie Thatcher und der Iron Lady finden wir auch einen oft bemühten Stereotyp, wie Frauen beschrieben werden in den Medien. Also gemäß der Medienforschung hat man eben diesen Stereotypus von Iron Maiden, eiserner Jungfrau, Iron Lady bei Maggie Thatcher so wirklich inkarniert,
Aber ein anderer Typus, der auch wichtig war für unsere Analyse, ist beispielsweise die Selfless Heroine, also die selbstlose Heldin, die durch ihr Pflichtgefühl vor allem angetrieben wird und sich für das Gemeinwohl einsetzt. Also haben wir hier in unserem Befund der Auswertung durchaus einen Bezug auf feminine Führungsstile, eben Kooperation, Verständnis, sich für Gemeinwohl einsetzen. Und das finden wir bei Theresa May in ihren Reden ganz oft, dass sie sagt, I want to deliver Brexit, I want to get this deal done. Aber wir finden auch einen Bezugspunkt auf durchaus maskuline Führungstypen. Und einen wichtigen Typus, den wir immer wieder identifizieren konnten in den Reden von Theresa May, ist das Dealmaking. Also wirklich die Bezugnahme auf die Geschäftswelt des Geschäftsmannes, der rational nutzenorientiert und ja auch smart Verhandlungen führt. Was wir hingegen nicht finden konnten in der Selbstpräsentation von Theresa May ist Militarismus. Auch das ist ein maskuliner Führungstypus mit wirklich Fokus auf Stärke, Macht, Autonomie, Resilienz, Kampfbereitschaft. Aber wir finden diesen Militarismus ganz stark im Diskurs von männlichen Kollegen, aber auch in der Medienberichterstattung über Brexit. Ganz zum Schluss noch die letzte Folie, damit zur Diskrepanz nochmal der Selbstdarstellung und auch der Medienberichterstattung. Hier haben wir jetzt ein bildliches Resümee der Rede, die Theresa May bei ihrer Amtsniederlegung am 24. Mai 2019 gehalten hat. Also die Regierungschefin stand in der Downing Street Number 10, hat über ihre Entscheidung ausführlich berichtet, reflektiert nochmal den Hergang der Brexit-Verhandlung und so weiter. Also vieles, was man hätte berichten können, aber die Berichterstattung, vor allem natürlich in den Tabloids, fokussiert sich auf die letzten Minuten der Rede, als dann Theresa May die Haltung, die Kontenance verliert, in Tränen ausbricht, damit natürlich abweicht von dem, wie wir sie kannten während ihrer ganzen Amtszeit als Iron Lady, als beherrscht, als kontrolliert und insofern eben diese Emotion ganz zum Schluss besonders viel Aufmerksamkeit erregt hat. Und gleichzeitig haben wir auch hier nochmal den Vergleich zur Amtsvorgängerin, zu Maggie Thatcher mit eben Tears in the Backseat Number 2, weil auch Maggie Thatcher offensichtlich dann, als sie Downing Street nach der Amtsniederlegung verlassen hat, doch in Tränen ausbrach im Auto. So, das ist von meiner Seite ein ganz kurzer Einblick in unsere Forschung zu Theresa May, wie sie sich selbst dargestellt hat und auch wie sie wahrgenommen wurde. Und ich bin schon gespannt auf die Ausführung zum Fall von Angela Merkel. Ja, ich übernehme gleich und bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Ich habe sozusagen eine doppelte Aufgabe, einerseits eine theoretische Rahmung zu entfalten und andererseits auch noch auf die Kanzlerin einzugehen. Das versuche ich jetzt in 10 Minuten zu schaffen. Die theoretische Rahmung, auf die ich mich beziehen möchte, ist die soziologische Männlichkeitsforschung, weil sie das, was meine beiden Vorrednerinnen jetzt gezeigt haben, einfach nochmal vertiefen kann, nämlich dass es sich bei Politik sowohl in antiken als auch in modernen Gesellschaften um ein männlich konnotiertes Feld handelt und somit die Frauen, die in dieses Feld kommen, sich mit dem implizit männlich vergeschlechtlichten Leitbild eines Politikers auseinandersetzen müssen. Und wenn man sich dann anschaut, wie das in der parlamentarischen Demokratie aussieht, dann haben sehr viele Studien gezeigt, dass der Text von Max Weber, Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben, über den Politikertypus immer noch das Leitbild gibt. Also er hat ja 7 verschiedene Typen unterschieden und hat den Typus des politischen Führers als Idealbild des Politikers benannt. Und ein zentrales Kriterium ist eben der Kampf um Macht. Und Weber hat in seiner Schrift damals auch explizit ausgeführt, dass aus verschiedenen Gründen nur Männer diesen Typus vertreten können.
Die Frauenforschung hat dann in den 1980er, 1990er Jahren, also als der Anteil von Frauen allmählich stieg im Parlament, untersucht, mit welchen Leitbildern die Frauen konfrontiert worden sind. Und in ganz vielen Studien zeigt sich dann, dass eben ein hohes Maß an Kampfbereitschaft, und das heißt eben auch die Bereitschaft zur optimalen Nutzung jeglicher Machtchance, immer noch zum Politikerleitbild gehören. Ja, und international und auch im deutschsprachigen Kontext hat sich in der Männlichkeitsforschung das Konzept der hegemonialen Männlichkeit von Raven Cornell als Leitkategorie durchgesetzt. Und die Kernaussage ist eben, dass es plurale Männlichkeiten in einer Gesellschaft gibt, die aber immer in einem Macht- und Herrschaftsverhältnis zueinander stehen. Und die für unseren Kontext wichtige Definition zu Männlichkeit lautet, dass Männlichkeit eine Position im Geschlechterverhältnis ist, die Praktiken, durch die Männer und Frauen diese Position einnehmen, und die Auswirkungen dieser Praktiken auf die körperliche Erfahrung, auf Persönlichkeit und Kultur. Und damit ist eben schon gesagt, dass beide Geschlechter männlich konnotierte Verhaltensweisen und Tätigkeiten ausüben können und eben auch in entsprechende gesellschaftliche Positionen gelangen können, die mit Männlichkeit konnotiert sind. Und was ich daran wichtig finde, ist, dass mit dieser Bestimmung zunächst einmal eine theoretische Differenzierung zwischen Männern oder präziser als männlich klassifizierten Personen und Männlichkeiten gesetzt wird. Und das finde ich wichtig, wenn man den Aufstieg von Frauen in die politischen oder eben auch wirtschaftlichen Eliten anschaut. Das Konzept von Cornell hat sich deshalb so stark durchgesetzt, weil es eben mit Macht und Herrschaft verknüpft ist. Und Michael Meuser hat im Anschluss formuliert, in der symbolischen und institutionellen Verknüpfung von Männlichkeit und Autorität liegt die gesellschaftliche Dominanz von Männern begründet. Das Interessante ist, ich habe wirklich die ganzen Sachen durchgeschaut, ist, dass der Begriff der Autorität dann an keiner Stelle weiter definiert wird. Und wenn Cornell betont, dass Hegemonie sich weniger durch direkte Gewalt auszeichnet, sondern durch ihren erfolgreich erhobenen Anspruch auf Autorität, dann ließe sich schlussfolgern, dass Autorität der Modus ist, in dem hegemoniale Männlichkeit reproduziert wird. Aus meiner Sicht ist dann das Autoritätskonzept der beiden Philosophinnen Hilke Landwehr und Catherine Newmark sehr anschlussfähig. Sie zeigen in einem Band, den sie herausgegeben haben, dass Autorität historisch mit Männlichkeit verknüpft ist und mit Machtverhältnissen, aber nicht mit Macht gleichzusetzen. Im Anschluss an Michel Foucault verstehen Sie Autorität als eine Form von Macht, die sich in Relationen von Kräfteverhältnissen konstituiert. Diese Macht ist demnach nicht monolithisch, sondern sie bedarf immer eines wechselseitigen Anerkennungsverhältnisses. Und das wiederum, finde ich, entspricht sehr stark dem Konzept von hegemonialen Machtverhältnissen, die ja auch in sozialen Kämpfen immer wieder aufs Neue verhandelt werden. Und man könnte also sagen, dass das Doing Masculinity und das Doing Authority sich miteinander verknüpfen. Und ich habe mich dann mit der Frage beschäftigt, wie Angela Merkel mit der historisch sowohl institutionellen als auch symbolisch verfestigten Verknüpfung von Autorität und Männlichkeit umgeht. Sie sehen schon die erste Folie und habe mich gefragt, wie gelingt es ihr, einen Anspruch auf Autorität zu formulieren, und wird dieser Anspruch anerkannt? Und bei Merkel ist es natürlich so, dass sie dieses Doing Authority mit Doing Femininity verbinden muss, weil wir ja in einer Gesellschaft der Zweigeschlechtlichkeit einen Zwang zur kategorialen und individuellen Identifikation haben, wie das Regine Gildemeister einmal so schön ausgedrückt hat. Und alle Untersuchungen, auf die ich mich im Folgenden beziehe, erforschen also die mediale Präsentation der Kanzlerin. Alles, was wir über Merkel wissen, ist demnach eine mediale Konstruktion und folgt entsprechend den Regeln der modernen Mediendemokratie. Ich selber habe die Analyse der Berichterstattung zur Bundestagswahl 2005 analysiert. Helmer Lutz sprach es vorhin an. Ich war auch tatsächlich bei der Vereidigung der Kanzlerin dabei im Parlament auf der Besucherbühne. Und wenn man diese Medienberichterstattung anschaut, dann kann man die zusammenfassen, dass sich die Geschlechterkonstruktion zwischen
traditionell männlichen Stereotypisierungen und widersprüchlichen Weiblichkeitskonstruktionen bewegen. Das männliche Stereotyp war dann die männermordende Frau und das andere das brave, fleißige, cool Mädchen. Und wenn man dann die Artikel angeschaut hat, dann hat man gesehen, dass also in einem Artikel mehrere sich widersprechende Zuweisungen zu finden waren. Und diese Widersprüchlichkeit haben wir als Irritation kategorisiert, die eben dadurch zustande kam, dass sie als Frau den Anspruch auf die höchste, implizit männlich kodierte Machtposition in der Regierung gestellt hat. Merke selbst hat auf die Inszenierung von Kompetenz und Stärke gesetzt und sich privatisierenden und emotionalisierenden Darstellungen weitgehend entzogen. Und obwohl Merkels Machtanspruch in einer Demokratie, die sich die Gleichberechtigung auf die Fahnen geschrieben hat, natürlich zunächst erstmal anerkannt worden ist, wurde dennoch immer wieder die Frage nach ihrer politischen Kompetenz im Wahlkampf gestellt. Und dieses Infragestellen wurde natürlich nicht auf Weiblichkeit bezogen, aber man kann aus guten Gründen sagen, es hängt genau mit der Geschlechtszugehörigkeit der Kanzlerkandidatin zusammen. Wenn man sich dann anschaut, wie hat sie in den vergangenen 16 Jahren regiert, dann ist ein Legitimationsmuster, und das wäre die nächste Folie, der Rekurs auf Mutterschaft. Das haben wir jetzt auch in den beiden Vorträgen davor schon gehört. Und Mutterschaft eignet sich eben auch für das Doing Authority sehr gut. Und die Mutter ist eben im Bereich des Privaten verortet und steht für die bürgerliche Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit. Und historische Untersuchungen zeigen, dass eben dieser Rekurs auf Mutterschaft bis in die 1980er Jahre immer mit einer Abwertung der entsprechenden Politikerin einhergeht. Ab den 1990er Jahren entsteht ein neues Muster. Dorothee Beck hat das die politischen Mütter genannt und das ist nicht mehr so stark mit Abwertung verknüpft. Bei Merkel wiederum lässt sich eine spezifische Vermütterlichung zeigen. Sie gilt gerade nicht als empathisch, nährend, liebend, sondern als strenge, sich kümmernde und unermüdlich arbeitende und sparsame Mutter. Und das korrespondiert dann mit ihrem Politikspielstil, ihrer Machtfülle und ihrem neoliberalen Programm. Ich finde aber wichtig an diesem Mutterschaftsrekurs, dass damit dennoch Fürsorglichkeit aus dem Bereich des Privaten in das politische Feld einzieht. Insgesamt kann man sagen, dass Merkel, wenn man textliche Analyse sich anschaut, es gelingt im Laufe ihrer Amtszeit, den Anspruch auf Autorität durchzusetzen. Das heißt, ihre Führungsfähigkeit wird immer mal wieder in Frage gestellt, aber insgesamt kann man doch sagen, dass ein neues Konstrukt der Staatsfrau dem Staatsmann an die Seite tritt. Wenn man sich dann die visuellen Darstellungen anschaut, und das ist mein letzter Punkt, dann greift Merkel zurück auf die etablierte politische Ikonografie. Und hier haben wir sie eben in einer Abbildung in ihrem Arbeitszimmer. Dazu muss man ein bisschen den historischen Hintergrund erläutern. In Abgrenzung zur nationalsozialistischen Machttradition haben die frühen Bundeskanzler eine neue Bildtradition etabliert, nämlich dass sie sich damals in bescheidenen Arbeitszimmern bei der Arbeit vertieft gezeigt haben. Und diese Art von Machtinszenierung veränderte sich dann unter Kohl, der dann ins Kanzleramt, Berliner Kanzlerumzug, und Gerhard Schröder war dann der erste Kanzler, der sich hinter einem übergroßen modernen Schreibtisch gezeigt hat, und der damit einer Ikonografie des modernen repräsentativen Büros, aber auch der Inszenierung einer modernen Wirtschaftsmacht folgte. Und Merkel hat diese Möbel übernommen, sie hat das Bild abgehängt, dahinter Schröder hing ja der umgekehrte, auf dem Kopf stehende Adler, und hat ein Bild von Konrad Adenauer aufgehängt und sich damit als politische Enkelin des Gründungskanzlers gezeigt. Aber die zentrale Differenz ist, dass sie lächelt auf diesen Bildern, und das tun die männlichen Kanzler nicht, wenn man sich die Bilder anschaut. Man kann sich nun fragen, was bedeutet das theoretisch, wenn wir das wieder zurückbeziehen auf die Konzept der hegemonialen Männlichkeit. Reproduziert Angela Merkel hegemoniale Männlichkeit oder hegemoniale Weiblichkeit? Und das ist eine große Debatte in der Geschlechterforschung. Frauke Grenz sagt, dass der Begriff der hegemonialen Weiblichkeit eigentlich der Connellschen Logik
in der Cornellschen Logik ein kategorialer Fehler ist, weil bei Cornell Frauen grundsätzlich als weibliches Geschlecht untergeordnet sind. Dass der Begriff dennoch so heiß läuft, hat etwas damit zu tun, dass wir eine Leerstelle in der theoretischen Debatte haben, wie wir mit dem Aufstieg von Frauen in die sozialen Eliten und in Machtpositionen, wie wir das theoretisieren können. Und aus meiner Position reproduziert Merkel zum Teil hegemoniale Männlichkeit, aber sie enteignet sie auch, indem sie eben diese männlichen Strategien übernimmt und damit neue Konstrukte von Weiblichkeit, Macht und Autorität auch schafft. Und insgesamt kann man also sagen, es gibt einen ambivalenten Zusammenhang von Weiblichkeit, Macht und Autorität. Aber das starre Verhältnis von Männlichkeit und Autorität gerät auch in Bewegung. Damit bin ich 2 Minuten drüber und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank an alle drei Vortragenden.